Jawohl, zweiter Versuch. Das ging ja schon ganz interessant los mit einer kleinen technischen Panne. Aber das ist eben live. Und live begrüße ich auch Sie und euch alle von der BEG Hannover heute am 20. März 2021, inzwischen 14.04 Uhr. Wir freuen uns, dass alle dabei sind und freuen uns auch, dass es gestern schon einen guten Start gab mit dem Jugendabend Präsenzveranstaltung. Wer nicht dabei sein konnte, hat die Möglichkeit, das über unseren YouTube-Kanal nochmal in Ruhe sich anzuschauen. Morgen dann zwei Präsenzgottesdienste, 10.30 Uhr, der erste wird gestreamt und dann nochmal 15 Uhr für alle, die im ersten keinen Platz bekamen oder sich für den zweiten angemeldet hatten. Und nur dieser Samstag eben online aus Gründen, die allen bekannt sind, weil die Raumkapazitäten unter diesen speziellen Rahmenbedingungen nicht ausgereicht hätten. Aber wir geben nicht auf und wir kämpfen dafür und hoffen darauf und gehen auch fest davon aus, dass wir im September wieder mit einem großen, wuseligen Teilnehmerkreis hier uns gegenseitig begrüßen und die Hände schütteln und miteinander in der Bibel arbeiten können. Umso wichtiger, dass wir das haben, was wir haben. Kurzer Rückblick, vor einem Jahr ging alles los, vor über einem Jahr. Und was uns heute besorgt, ja und auch ein wenig zornig macht, ist nicht etwa eine instabile gesundheitliche Situation, sondern man könnte eher sagen, eine destabilisierte gesellschaftliche Situation. Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat Anfang März in einem Interview gesagt, Zitat, nicht Corona hält uns im Lockdown, sondern die Bundesregierung, Zitat Ende. Der Mittelstand ist schwer beschädigt, von jung bis alt gibt es unendlich viele Sorgen und Nöte. Und nun hören wir aus einigen Meldungen der letzten Tage auch schon wieder das Donnergrollen und die Ankündigung weiterer harter Notbremsen. Der bekannte Infektiologe und Wissenschaftler der Universität Köln, Matthias Schrappe, hat dazu Folgendes gesagt, Zitat, es ist tragisch, wie die Bundesregierung den Inzidenzwert benutzt, um politische Entscheidungen durchzusetzen. Und er hat hinzugefügt, die täglich verkündeten Zahlen des Robert-Koch-Instituts seien von der Zahl der Getesteten abhängig, würden aber dennoch auf die Gesamtbevölkerung umgerechnet. Den Inzidenzwert, so Schrappe, für die gesamte Stadt oder den Kreis zu nutzen, ist somit blanker Unsinn. Er sagt nichts aus. Man steuere die ganze Zeit über mit unzuverlässigen Werten. Und dann fügte Schrappe hinzu, das ist Sünde. Und Schrappe ist nicht irgendjemand. Schrappe war von 2007 bis 2011 der Vizevorsitzende des Beratergremiums des Gesundheitsministeriums. Also seine Worte sollte man schon ernst nehmen. Umso wichtiger, dass wir hier zusammenkommen. Umso wichtiger, sei es auch über Livestream, dass wir Kontakt zueinander halten, umso wichtiger, dass wir uns gemeinsam fragen, was unsere Aufgabe als Christen in dieser speziellen Situation ist. Und so freuen wir uns, dass es jetzt losgehen kann. Losgehen zunächst mit einem Musikstück, das Julia Klaus und Janette Rosenhäger auf dem Klavier vortragen. Jetzt geht's los.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, was erwartet mich bei den Bibeltagen? Dann wissen Sie, dann wisst ihr es jetzt, ein Feuerwerk. Mit dem Feuerwerk haben unsere Pianisten begonnen, mit dem Feuerwerk an biblischen Erkenntnissen wird Eberhard Dahm jetzt fortsetzen. Wir freuen uns sehr, dass er dabei sein kann bei diesen Bibeltagen, wenn auch auf diesem sehr speziellen Weg. Und wir freuen uns auch, dass wir uns dieses spezielle biblische Buch vornehmen können, miteinander den ersten Thessalonicher Brief, passgenau für unsere Zeit. Eberhard Dahm, den allermeisten bekannt, Leiter eines Instituts für Gemeindeaufbau, erfahrener Gemeindegründer, Publizist und Vortragsredner in ganz Deutschland. Wir freuen uns, schon seit langem mit Eberhard Dahm verbunden zu sein und dass er heute hier bei uns den Aufschlag machen wird. Zu Beginn möchte ich noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist in Person und dass du versprochen hast, uns durch dein Wort Klarheit darüber zu geben, wie wir in unserer Zeit im März 2021 als deine Gemeinde, als deine Kinder, wie wir leben sollen, wie wir die Welt um uns herum einschätzen können und was Schritte sind, die wir gehen können. Wir danken dir für diese Bibeltage. Wir danken dir für alle, die jetzt dabei sein können, auch auf dem Weg dieser Übertragung. Und wir bitten dich für uns alle um einen gesegneten weiteren Tag. Und wir bitten dich jetzt für Eberhard Dahm und seine Bibelarbeit. Herr, wir legen alles in deine allmächtigen Hände. Amen. Guten Tag. Im Anfang war das Wort. Mit Gottes Wort fing alles an. Die Welt und auch uns Christen gäbe es nicht ohne Gottes Wort. Ohne Gottes Wort gäbe es auch nicht die Gelegenheit dieser Bibeltage, über die ich mich trotz der Einschränkungen ganz besonders freue. Danke für die Gelegenheit, hier mit euch Gottes Wort zu betrachten. Gegenwartskampf und Zukunftsmusik, das steht als Thema über unseren Bibelarbeiten. Im Anfang war das Wort. Dies gilt auch in gewisser Weise für die Gemeinde in Thessalonich. Sie entstand auf der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus. Paulus predigte das Evangelium, in Apostelgeschichte 17, ab Vers 1 lesen wir, nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Paulus also unterredete sich mit den Juden an drei Sabbaten. Er nahm die Schriften des Alten Testamentes und legte dar, was sich alles auf das Leiden und die Auferstehung Jesu bezog. Die Tatsache erfüllter biblischer Vorhersagen wirkt hier in einigen Herzen den Glauben. Ganz besonders hell erstrahlte das in diesen Tagen im Hinblick auf Jesus Christus, damals in Thessalonich. Das Wort bezeugt Jesus als Auferstandenen und überzeugte hier einige. Es entsteht eine Gruppe von Gläubigen. Später wurde daraus eine örtliche Gemeinde. Sie bestand aus einigen Judenchristen und einer großen Menge griechischen Heidenchristen. Der erste Thessalonicher Brief ist, wie es unser Gesamtthema ausdrückt, von Gegenwartskampf und Zukunftsmusik geprägt. Seine Besonderheiten liegen in der warmherzigen, herzlichen Anrede und der strahlenden Dankbarkeit gegenüber Gott für seine wunderbaren Taten. Paulus freut sich an den Gläubigen, an ihrer Errettung und ihrem Vorbild als Geschwister. Aber er erwähnt auch das Leiden, das ihnen als Zeugen auferlegt ist. Sie stehen, wie wir, im alltäglichen Gegenwartskampf mit Hindernissen, ja Feinden und dem Erzfeind Satan. Paulus lässt aber auch die hoffnungsvolle Zukunftsmusik erklingen, deren Generalthema die Ankunft des Herrn ist.
In jedem Kapitel dieses Briefes wird die Ankunft oder das Kommen Jesu erwähnt. Christen haben eine lebendige Hoffnung. Wir kennen ja auch die Floskel, schon öfter gehört sicherlich, die Hoffnung stirbt zuletzt, ganz genau. Nein, ganz genau nicht. Nicht für Christen. Wo der Satz fällt und es passt, da können wir gerne auch mal sagen, meine Hoffnung ist Jesus, an ihn glaube ich, und weil er auferstanden ist, ist meine Hoffnung unsterblich, ja, untödlich. Der erste Abschnitt im 1. Thessalonicher Brief, die Verse 1 bis 10, möchte ich jetzt mit uns lesen. Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wir sehen hier den Briefgruß durch drei Diener am Anfang. Und über diese Verse stellen wir das Thema, die Überschrift, Gott baut seine Gemeinde. So wird und bleibt Gemeinde lebendig. Das sehen wir hier. Und der Einstieg ist, wie gesagt, mit diesem Gruß, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Im Gegensatz zu anderen Briefen des Apostel Paulus erwähnt er hier nicht seinen Titel als Apostel. Er hat das hier nicht nötig zu betonen. Die Verbindung ist eng und herzlich. Und Paulus bekam Informationen über Timotheus, der zu ihnen gesandt wurde, da sie ja nicht miteinander mehr oder deutlicher kommunizieren konnten. Und man wollte wissen, wie es den Geschwistern geht. So ist Paulus' Brief eine Reaktion auf den Bericht des Timotheus. Sie grüßen die Gemeinde zu dritt und Paulus erinnert, dass sie in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus verbunden sind. Diese Verbundenheit durchzieht den Brief. Gnade und Friede ist das, was Christen brauchen und was sie sich gegenseitig wünschen. Wir haben durch Gottes Gnade Frieden mit Gott gefunden. Und diese Gnade ist jeden Tag neu, jeden Morgen neu, weil wir sie auch jeden Morgen, jeden Tag brauchen. Also, Gott baut seine Gemeinde. Und so wird und bleibt Gemeinde lebendig. Der erste Gedanke, der erste Punkt, Gottes Wort verändert Menschen. Gottes Wort verändert Menschen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Verse 2 bis 4. Aha, was Gott tut, das ist wohlgetan. Das gilt für Paulus und seine Mitarbeiter, besonders im Hinblick auf das Werk Gottes in den Menschen. Gott hat das gute Werk begonnen und ganz offensichtlich wirkt er ja auch weiter. Er hat die Thessalonicher erneuert und nun verändert er sie. Ein Totgeborenes wächst nicht. Und ein toter Glaube bringt keine Frucht. Hier aber sagt Paulus, danke für Neugeborene, die lebendige Werke des Glaubens aufweisen. Also sie waren ein Grund, Gott zu danken. Ein weiteres, sie gaben ein leuchtendes Vorbild.
vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der wunderbare Dreiklang von Glaube, Liebe, Hoffnung erschallt im Leben der Thessalonicher, weil Gott ihr Leben lenkt und erfüllt. Der Glaube ist zuerst Gabe und dann auch Aufgabe. Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und die unsterbliche Hoffnung ist uns gegeben durch Christus, der in uns Wohnung genommen hat. Das Werk des Glaubens. Es ist die Frucht guter Werke, die der Errettung folgen. Wir sollen uns guter Werke befleißigen. Nicht um gerettet zu werden, nein. Aber tuet Gutes, allermeist an den Hausgenossen des Glaubens. Werke sind wie das Zappeln eines Babys. Es bleibt am Leben, es regt, es bewegt sich, es zappelt, ja, es macht sein Gekreische. Ein Baby, das lebt, ist unübersehbar lebendig. Bemühungen der Liebe ist aktiver Liebesdienst nach dem Vorbild Jesu. Da sind echte Anstrengungen und opferbereiter Einsatz gemeint. Paulus liebte opferbereit und bemühte sich um Menschen. Wo bemühen wir uns in der Liebe aktiv zu sein? Bemühen in der Liebe ist kein Schongang für unser Ego. Oh nein, da ist Verzicht und Selbstverleugnung gefragt. Aber am Ende erleben wir Freude, Friede und stabile Beziehungen. Das sehen wir zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Es ist wahr, dass die Corona-Maßnahmen noch keine bewusste Verfolgung von Christen darstellen, um es ins Heute zu übertragen. Aber in vielen Fällen bewirken sie eine massive Verletzung des Liebesgebots und der Würde des Menschen. Davor darf man die Augen nicht verschließen. Ausharren in der Hoffnung. Gemeint ist die beharrliche Glaubenszuversicht, die nicht das Handtuch wirft, sondern im Aufblick auf Jesu kommen weiß, jede Mühe lohnt sich. Schweiß, Blut und Tränen können unser Leben durchdringen, unseren Weg pflastern, aber uns nicht dazu bringen, den Weg mit Jesus zu verlassen. Selbst wenn wir einmal untreu sind oder versagen, Jesus bleibt uns treu und wird uns tragen. Ein weiteres, sie offenbarten Gottes Werk. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Die Auserwählung, ein Begriff, den manche in der Bibel zu überlesen scheinen. Aber wie wichtig ist dieser göttliche Anfang in der Ewigkeit für die Gewissheit unseres Heils? Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Glauben wir das? Dann reiben und stoßen wir uns auch nicht, wie manche Christen, an dem wundersamen Wort Auserwählung. Sie ist der Haken aus der Ewigkeit, an dem unser Glaube, unser ganzes neues Leben hängt. Er reicht hinein in unser Heute, in unser Jetzt und macht uns getrost und ganz fest im Herzen. Die Auserwählung ist kein Ruhekissen, wie manche meinen oder behaupten, nein, sie ist ein Anker für unsere Seele, aber auch ein Fundament, das nicht wankt und auf das sich unsere Nachfolge gründet. Wenn Gott sagt, dass da keiner ist, der nach Gott fragt, auch nicht einer, Römerbrief, wie sollte es dann ohne seine gnädige Auserwählung und sein Ziehen zugehen, dass wir nach ihm fragen? Es ist Gnade, dass wir erkennen dürfen, Auserwählte zu sein. Auserwählung schließt aktiven Glauben, unsere Bekehrung und Buße ganz mit ein. Doch nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat die Thessalonicher und uns, die Gläubigen, erwählt, dass auch wir hingehen und Frucht bringen und unsere Frucht bleibe. Ein zweites, Verse 5 bis 6. Gottes Wort wird bereitwillig aufgenommen. Denn, Paulus fährt fort, unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Sie hörten kraftvolle Predigten. Vers 5. Dass eine Predigt eine kraftvolle Wirkung entfaltet, das liegt nicht zuerst am Prediger, sondern im gepredigten Wort begründet. Dass ein Geschoss, ein Messer oder ein Scheinwerfer ihre Wirkung entfalten, liegt nicht an jenen, die mit Gewehr, Messer oder Scheinwerfer hantieren. So liegt auch die Kraft in Gottes Wort und nicht im Menschenwort. Der Glaube kommt nicht aus unserer rebellischen Haltung des Herzens. Wo sollte da Glaube herkommen aus einem toten Herzen?
Auch manche so gut über den Menschen denkenden Leute scheint das möglich, dass man einfach aus sich heraus glaubt. Aber der Glaube kommt nie in unser Herz ohne das göttliche Wort. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und sie kommt nach Römer Kapitel 10, Vers 17 durch das Wort Christi und eben nicht durch Menschenworte. Paulus dankt sich in diesem Brief sozusagen entlang an den Taten Gottes wie an einem Geländer. So kann er in Kapitel 2, Vers 13 sagen, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Wäre dies geschehen, der Aufnahme des Wortes Gottes, menschliches Verdienst, dann müsste Paulus den Thessalonichern Danke sagen. Das tut er aber nicht. Er klopft ihnen an keiner Stelle auf die Schulter und sagt, großartig und vielen Dank, wie aktiv ihr geworden seid, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Nein, das erneuernde, rettende Werk geschah an ihnen und mit ihnen. In Epheser 2, Vers 5 sagt Paulus, dass er, Gott nämlich, uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht hat. Durch Gnade seid ihr gerettet. Einem Toten dankt man nicht, wenn er von den Toten aufersteht, sondern unserem Gott, der die Toten auferweckt. Sie folgten glaubwürdigen Vorbildern. Vers 6, die erste Hälfte. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Durch diese Veränderung, durch das Wort, sind sie nun zu Nachahmern der Apostel und des Herrn geworden. Wie gerne wollen manche jungen Burschen Fußballprofi oder Rennfahrer werden. Manche werden tatsächlich zu Nachahmern der großen Stars und schaffen den Weg bis hin zum Profi. Vorbilder für Christen sind meist reifere oder ältere Christen. Ich profitiere bis heute von Geschwistern, die durch ihren christusähnlichen Charakter glänzen. Da sind betende alte Frauen und herausragende Lehrer darunter, liebende Väter und Mütter. Wir brauchen alle Väter und Mütter im Glauben, Geschwister. Dann haben wir auch keine weißen Christen. Die Thessalonicher haben leidenschaftliche Jüngerschaft erlebt. Darum wurden sie Nachahmer. Sie freuten sich trotz Bedrängnissen. Ein weiterer Aspekt, die zweite Hälfte von Vers 6, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Denn das Vorbild der Apostel zeigte ihnen, ohne Leiden geht es nicht ab. Und wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Leiden gehören zum Vollwaschgang der Nachfolge. Dass man dabei die Freude am Herrn nicht verliert, macht deutlich, dass die Kraft nicht aus uns kommt, sondern unsere Stärke, unsere Zuversicht ist Christus. Er ist unsere feste Burg, unser Turm, zu dem wir laufen dürfen, bei dem wir uns bergen können. Nun waren die Thessalonicher stumme Zeugen? Nein. Drittens, Gottes Wort schafft lebendige Zeugen. Sie lebten vorbildlich, sie arbeiteten missionarisch, sie bezeugten ihre Umkehr und sie blieben erwartungsvoll. Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Sie lebten vorbildlich, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Wer selbst ein Vorbild hat, kann anderen leichter ein Vorbild sein. So erwies es sich hier. Von Vorbildern geprägte Leute können andere Leute prägen. Sie arbeiteten missionarisch, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Das Wort breitete sich durch ihren Dienst umfassend aus. Es erscholl an jeden Ort im Umkreis der Gemeinde. Und sie erledigten die Arbeit so gut, dass die Apostel sich nicht mehr darum kümmern mussten. Die Gemeinde Thessalonich wurde zu einem Leuchtturm, vor dem das Licht des Wortes in das weite Land erstrahlte. Das Wort erscholl im ganzen Lande und das, ihr Lieben, ist hier auch mit der BEG Hannover ähnlich. Auch euer Zeugnis und die Verkündigung erstrahlt in unser Land.
Und dafür wollen wir zuerst Gott auch Danke sagen. Ich erinnere mich an eine Aktion in meiner Jugend. Als Mitglied einer Blechbläsergruppe bestiegen wir an einem Adventssonntag den Kirchturm des Doms. Adventliches Domturmblasen war angesagt. Wir ließen unsere adventlichen Klänge in 4 Himmelsrichtungen erschallen. Wie weit erschollen unsere Lieder? Am Montag darauf erfuhr ich es, zu meiner Überraschung, von einer Frau. Sie arbeitet in der Küche unseres Internats. Sie hörte unsere Klänge noch bei sich daheim an jenem Sonntag frühmorgens. Und das waren immerhin rund 9 Kilometer Luftlinie. Ich habe hier eine Trompete, eine Piccolo-Trompete. Sie gekonnt erschallen zu lassen, das bedarf Übung und besonderer Fähigkeiten. Aber ganz anders ist es mit Gottes Wort. Da liegt die volle Klangwirkung bis zum Herzen des Menschen hinein, nicht in die Hände eines menschlichen Meisters oder Verkündigers. Gott sei Dank ist es anders. Und so gut es ist, verständlich und klar zu reden, die wahre, kraftvolle Wirkung liegt, worin? Im Wort selbst. Gottes Wort wirkt und es kann sogar laufen, wie uns die Schrift sagt. Auch heute läuft das Wort, um zu wirken, wie Gott es gefällt. Ein weiteres sehen wir, sie bezeugten ihre Umkehr, Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Inhalt ihrer Botschaft war das schlichte Zeugnis von Umkehr und Buße, weg von den Götzen hin zu dem einzig wahren Gott. Und das sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Bekehrung ist nicht Selbstzweck. Hauptsache, ich bin jetzt glücklich. Man sagt, gerettet sein gibt Rettersinn. So ist das hier. Man ist von neuem geboren und in den von Gott vorbereiteten Werken wandelt man nun. Ein weiteres, sie blieben erwartungsvoll. Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ihre Blickrichtung blieb trotz vollem Einsatz auf die Zukunft gerichtet. Das Kommen des Herrn, ja seine Ankunft oder Erscheinung, das wird für uns die Entrückung sein. Die haben sie immer noch auf dem Schirm gehabt. Sie bewahrten sich diese wichtige Erwartungshaltung auf das Kommen des auferstandenen Jesus. Sie sind nicht in einen frommen Schlaf versunken. Seine Rettung schließt also nach diesem Wort die Bewahrung vor dem kommenden Zorn mit ein. Der kommende Zorn wird von manchen als die Zeit der Trübsal verstanden oder auch mit dem ewigen Gericht in der Verdammnis verbunden. Doch aus beiden ist der Christ durch Christus herausgerettet. Gott sei Dank. Ein Christ weiß zu bekennen, die Strafe und der Zorn am Kreuz für mich lag auf Jesus. Ich bin durch Jesu Blut reingewaschen. Mir ist meine Schuld vergeben. Darum habe ich keine Strafe und keinen Zorn mehr zu fürchten. Denn weil ich gerechtfertigt worden bin aus Glauben, habe ich für immer ewig Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Friede ist in einer gewissen Weise Ruhekissen für ängstliche Christen, die keine Gewissheit des Heils haben und meinen, das Schlimmste, das kommt noch. Nein, das Schönste, der Schönste kommt noch. Das gilt für alle, die an Jesus glauben und seine Gnade angenommen haben. Wir kommen zum 2. Kapitel und das, bevor wir unsere verdiente Pause haben werden. Das 2. Kapitel und die ersten 12 Verse überschrieben mit Gott gebraucht vorbildliche Mitarbeiter. Gott gebraucht vorbildliche Mitarbeiter. Welches Profil brauchen Gemeindegründer, kann man auch fragen. Wir lesen den Text. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott,
der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stille Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder, ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also noch einmal, Gott gebraucht vorbildliche Mitarbeiter. Nun, welches Profil brauchen Gemeindegründer? In den kommenden Wochen werden wir sehen, wie bald die letzten Frühlingsblumen wachsen und gedeihen. Wenn sie endlich blühen, ist das eine Gnade Gottes. Aber nicht immer ist das ganz allein dem gnädigen Wirken Gottes zuzuschreiben. Der erste Berufsstand, den Gott schuf, ist der Gärtner. Adam war der erste Gärtner. Ein prächtig blühender Garten, ein wundervoll üppiger Gemüsegarten fällt nicht einfach so vom Himmel. Er ist ja nicht allein das Produkt von Sonne, Segen und Regen, obwohl das dazugehört und das Wichtigste ist. Dazu kommen aber das Hegen, das Pflegen. Wir haben den Schrifttext gehört. Nein, da ist nicht die Rede von Garten und Gärtnern. Und doch sehen wir, dass jede örtliche Gemeinde Menschen braucht, die sich kümmern. Eine Gemeinde braucht Zuwendung. In ihr gelten Gesetze von Saat und Ernte, von Tat und Unterlassung, von Wachsen und Vergehen. Wann gedeiht eine örtliche Gemeinde? Wann hat sie gute Chancen, es zu geistlicher Blüte und Reife zu bringen? Vor allen Dingen liegt es an Gottes Segen, gewiss. Paulus schrieb, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 6. Gott gibt Gedeihen, er baut seine Gemeinde. Das hat Jesus versprochen und das hält er bis heute, dieses Versprechen. Und doch muss gepflanzt oder gesät und auch gegossen werden. Gott schenkt Gedeihen durch Menschen, die er als Diener gebraucht. So will er es. Eine Gemeinde gedeiht, wenn es Diener gibt, die sich an geistliche Gesetzmäßigkeiten halten, die ein biblisches, reifes Profil haben. Die Mitarbeiter oder Leiter einer Gemeinde sind nie die Macher. Der Macher ist Gott. Er schenkt das Gedeihen. Und dennoch baut Gott seine Gemeinde nicht ohne Menschen, sondern mit ihnen. Das sehen wir hier in unserem Text. Wenn wir die Verse hier von Paulus lesen, könnte man sagen, Mensch Paulus, du nimmst den Mund ganz schön voll. So wie du da über dich sprichst, ist das Eitelkeit? Hat er übertrieben? Nein. Er nennt die Thessalonicher hier, er erinnert die Thessalonicher daran, was für einen Dienst er tat. Sein Dienst zeigt, wie er dachte. Es wird immer und immer wieder gefragt, wie kann ein blühender Gemeindedienst aussehen? Viele Leute bauen auf Methoden, auf Konzepte. Gott baut eher auf treue Menschen, die so lebten wie Paulus. Welche Art von Dienst und Diener ist nötig? Welchen Arbeitsstil, welchen Umgangsstil sollten sie haben? Hier geht es um prägende, vorbildliche Leiterschaft. Wenn wir hier auch vornehmlich von Paulus sprechen, so haben wir im Blick, dass auch seine Gefährten Silvanus und Timotheus aus demselben Holz geschnitzt waren. Auch sie dienten in dieser vorbildlichen, selbstlosen Haltung. Im Text mischt sich immer wieder dieses Wir mit Paulus, der ja selbst letztlich der Autor des Briefes ist. Paulus war das Zugpferd und im besten Sinne verstanden der Leithammel für die ganze Herde. Wir sehen, Paulus war glaubwürdig als Vorbild. Vers 1 bis 2. Erstens, glaubwürdig als Vorbild. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf.
also im Auftrag, zielstrebig. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Paulus sah seinen Auftrag und er verfolgte ihn zielstrebig. Es ging darum, Menschen aufzusuchen und ihnen das Evangelium zu sagen. Das tat er auch, trotz Hindernissen in Thessalonich. Es geht immer um die persönliche Begegnung, die persönliche Beziehung ist wichtig, wenn man das Herz der Menschen erreichen möchte. Paulus hatte darin Erfolg, trotz vorausgegangener heftiger Widerstände und Inhaftierungen. Am Missionsauftrag Jesu hielten sie zielstrebig fest. Im Leiden erprobt, ein weiteres. Sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi. Der Anfang der Begegnung stand auf dem Hintergrund leidvoller Erfahrungen um Jesu willen. Ihre erste Begegnung war fruchtbar und war erfolgreich. Geprägt durch Leiden, gestärkt durch Gottes Trost, nun gebraucht als Zeugen. Die Atmosphäre war geprägt von Leid, von Verfolgung und Kampf. Das erlebten Paulus, Silas, später Timotheus, der dazu stieß. Der Dienst des Paulus trug Frucht unter den Thessalonichern. Er wurde nicht nur menschengefällig gemacht. Und es wurden nicht nur Menschen gerettet, nein, es entstand eine wachsende Gemeinde. Die Misshandlungen in Philippi gingen dem Dienst in Thessalonich voraus. Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 19 bis 24 berichten davon. Weil das Volk es damals forderte, folgten dann ihm die Hauptleute. Sie waren von Rom eingesetzte Stadtrichter und wiesen die Gerichtsdiener, die sogenannten Liktoren, an, Paulus und Silas öffentlich zu entblößen und zu schlagen. Kapitel 16, Vers 22 in der Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Und davon redet Paulus hier im Text, dass sie nämlich gelitten haben und misshandelt wurden. Sie wurden wirklich blutig geschlagen und ohne Prozess eingekerkert. Sie erduldeten dies alles. Hier bewährten sie sich unter Kampf und Druck. Dort im Kerker und im Block beteten sie um Mitternacht und lobten Gott. Gott antwortet mit einem Erdbeben. Die Türen öffnen sich und alle Fesseln lösen sich. Denn Gott will jetzt ihre Freiheit. Der Kerkermeister kommt nach einem großen Schock und einem beinahe Selbstmord, Suizid, zum Glauben. Sehr wichtig ist gerade angesichts unserer heutigen gesellschaftlichen und politischen Situation, was da nun geschah. Die Hauptleute oder Stadtrichter sandten am Morgen danach die Rutenträger oder Liktoren zum Kerkermeister mit dem Befehl, diese einfach zu entlassen. Paulus nimmt diese Freilassung nicht einfach so an. Nein, nein. Er will, dass die Hauptleute persönlich erscheinen. Und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger sind. Und gewiss haben Paulus und Silas das auch schon vor ihrer Misshandlung kundgetan, dass sie römische Bürger sind, aber man hat es wohl bewusst überhören wollen. Ja, jetzt ist Angst, jetzt ist Erschrecken da bei den Stadtrichtern, den Hauptleuten. Denn nach dem sogenannten Lex Julia durfte kein römischer Bürger von einem Magistrat oder von irgendeiner anderen Person geschlagen oder gefangen genommen werden, wenn der Betreffende sich auf sein Bürgerrecht beruft. Der Bürger musste nur Civis Romanum Sum sagen, also ich bin ein römischer Bürger. Und er war zunächst vor jeder Bestrafung geschützt. Was ihnen hier widerfuhr, war schreiendes Unrecht. Auch wenn Paulus und Silas auf eine offizielle Anzeige verzichteten, so haben sie öffentlich wahrnehmbar einen enormen Druck auf die Hauptleute ausgeübt. Diese da haben Unrecht begangen. Zwar hat Paulus sie damit davonkommen lassen, aber er stand auf dem Boden des römischen Rechts, auch wenn er auf eine Anklage verzichtete. Die öffentliche Schande für die Hauptleute, das römische Recht, das Grundgesetz Roms derart gebrochen zu haben, war genug Strafe und Schande für sie. Diese Erfahrung Philippi spornte sie an. Sie wurden freimütig in Gott, um jetzt das Evangelium erst recht weiter unter Kämpfen zu sagen. Darauf also, auf diese Geschichte bezieht sich Paulus in unserem Text. Auch wir Christen heute sollen auf unsere grundgesetzlich verbrieften Rechte hinweisen. Und wir dürfen mutig auf Missstände hindeuten, wenn uns offensichtlich Unrecht widerfährt.
Es kann also vorkommen, dass, obwohl uns grundgesetzliche Rechte zustehen, sogar Richter nicht dafür sorgen, dass sie uns gewährt werden. Dann brauchen wir Demut und Weisheit, damit wir uns in richtiger Weise zur Ehre Gottes verhalten oder gar zur Wehr setzen. Wir sind immer zuerst Himmelsbürger, oh ja, mit einem heiligen Ruf, mit einer heiligen Berufung, aber wir sind auch Staatsbürger mit Rechten und Pflichten. Das lernen wir von Paulus und Silas an dieser und an anderen Stellen. Dann in Thessalonich folgte später nach einem Aufruhr die erneute Verhaftung von Paulus und Silas, dann ihre Freilassung durch eine Bürgschaft. Allen Beobachtern in Philippi oder in Thessalonich musste irgendwann klar sein, die Verantwortlichen Roms, die Stadtobersten, wurden schuldig. Sie waren korrupt, weil sie der Stimme des Volkes und nicht dem römischen Recht folgten. Paulus ertrug dies. Aber die Schuld für die ungerechte Behandlung von Christen müssen Verantwortliche damals wie heute tragen. Das alles schreckte sie also nicht ab. Im Zeugnis freimütig. Es heißt, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden unter viel Kampf. Oft schenkt Gott nach solchen schweren Prüfungen besonderen Segen. Es scheint wie mit dem Stahl zu sein. Je öfter er durchs Feuer gezogen und darauf herumgehämmert wurde, desto brauchbarer wird er. Leiden sind Lehren. Und Paulus sagt nicht, ich hatte keine Lust mehr und wollte das Handtuch werfen. Er sagt, sie seien freimütig geworden, frohgemut, motiviert. Und er war motiviert, auch unter ihnen das Evangelium von Jesu Liebe und Rettung, auch unter Kämpfen zu predigen. Hindert uns irgendetwas daran, mutig den Mund aufzumachen für Jesus? Paulus riskierte alles. Paulus hinterließ keine Spur der Verwüstung. Er selbst hatte vielleicht Striemen und Narben. Er litt willig für seinen Herrn Jesus. Leiden ist aber kein Hindernis für den Dienst. Es scheint vielmehr ein Mittel zu sein, durch das Gott uns noch brauchbarer für ihn macht und den Dienst zu seiner Ehre veredelt. Paulus' Haltung zu Leiden zeigte sein Profil. Ja, seine Denkweise und seine ganze Haltung. Er glaubt an Gottes Macht auch unter Druck. Macht ihn das glaubwürdig als Diener, als Hirte für die Menschen? Ja, ganz gewiss. Wir wollen jetzt in unsere wohlverdiente Pause gehen und machen dann im Anschluss einfach weiter nahtlos hier in diesem Text. Ich greife da noch einmal den Faden auf, aber jetzt erst einmal eine gute, erholsame Pause uns allen, die uns gegönnt ist. Bis gleich.